Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Gottfried Keller. Beim Bohnenschneiden. Die alte Katharine hatte unten in der Stube einen ungeheuren Vorrat von Bohnen aufgetürmt, die heute Nacht noch sämtlich bearbeitet werden sollten. Denn da sie nachts nicht viel schlafen konnte, beharrte sie hartnäckig auf der ländlichen Sitte, dergleichen Dinge bis tief in die Nacht vorzunehmen. So saßen wir bis um 1 Uhr um den grünen Bohnenberg herum und trugen ihn allmählich ab, indem jeder einen tiefen Schacht vor sich hingrub und die Alte den ganzen Vorrat ihrer Sagen und Schwänke heraufbeschwor und uns beide in wacher Munterkeit erhielt. Anna, die mir gegenüber saß, baute ihren Hohlweg in die Bohnen hinein, mit vieler Kunst eine Bohne nach der anderen herausnehmend, und grub unvermerkt einen unterirdischen Stollen, so daß plötzlich ihr kleines Händchen in meiner Höhle zutage trat wie ein Bergmännchen und von meinen Bohnen wegschleppte in die grauliche Finsternis hinein. Katharina belehrte mich, daß Anna der Sitte gemäß verpflichtet sei, mich zu küssen, wenn ich ihre Finger erwischen könnte. Jedoch dürfe der Berg nicht zusammenfallen. Und ich legte mich deshalb auf die Lauer. Nun grub sie noch verschiedene Wege und begann, mich auf die listigste Weise zu necken. Die Hand in der Tiefe des Bodengebirges versteckt, sah sie mich mit ihren blauen Augen neckig an, indessen sie hier eine Fingerspitze hervorgucken ließ, dort die Bohnen bewegte wie ein unsichtbarer Maulwurf, dann plötzlich mit der ganzen Hand hervorschoss und wieder zurückschlüpfte wie ein Mäuslein ins Loch, ohne dass es mir gelang, sie zu haschen.